das Denken. So das Denken das ist, was den Menschen vom Tiere unterscheidet. Nach jedoch untertänigen Ansichten, welche das Natürliche verbraucherisch untern, dann ist Mensch untergegangen im Gang. Vergangen ist Mensch dann im Gang aller Dinge. Gefährlich verfahren sind solche Wesen dann da, welche Menschen heißen. So denkend das ist, was solche verfahrenen, vergangenen, verständigen, vernünftigen Wesen von solchen Versehrungen entsehrt, bis es unversehrt ist, bis es heil ist im Gang aller Dinge, dann ist das Denken eine Heilmacht. Dann sind Wesen im Lieben los, dann ist Liebe unversehrt, dann ist das Lieben heilig. Das Denken heilt dann Wesen, welche im Lieben versehrt sind, welche durch Verliebungen Leiden schaffend sind, welche das Leben verleben, welche unterscheidungsbildend verschieden sind, verankert sind, versehrt sind, verglichen sind. Das Denken entsehrt dann solche Wesen ins Unversehrte. Das Denken ist also dann ein Akt, so natürliche Triebe vertrieben sind, so Wesen im Unwesentlichen versunken sind, eingefahren sind, so Wesen in Not geraten sind, so Wesen im Fahren gefährlich verfahren sind. Dann ist also das Denken ein Akt, welcher Mensch Not wenden macht. Dass Mensch dann so töne, dass Stimme dabei unerschöpfliche Schöpferkraft ist. Wo Mensch Dinge nötig hat, ist Mensch in Not. Wo Mensch Mensch nach Noten richtet, ist Mensch in Not. So Mensch Klang benotet, ist Mensch in Not. Nötigt Mensch Klang. So Mensch Schein nötet, ist Mensch in Not. So Notenscheine das Handeln beeinflussen, ist Mensch in Not.